Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Wir befinden uns immer noch hier in der Cecilia Steppe und haben jede Menge Quests zur Auswahl. Also unser Questbook ist noch komplett voll. Jetzt müssen wir so langsam mal abarbeiten. Und anfangen tun wir hier mit diesen Falken. Denn von dem brauchen wir ein paar Stück, 15 Stück. Und ja, dann kämpfen wir uns mal außen rum. Weil da unten gibt es die meisten Quests. Dann müssen wir eben gucken, dass wir dann da einen Teil abarbeiten können. Damit wir da endlich mal fertig werden. Es gab jetzt auch eine Zeit lang keine Runes of Magic Videos mehr. Das lag daran, dass ich seit Ewigkeiten kein League of Legends mehr hochladen konnte, weil ich eben Probleme mit den Programmen hatte. Und entweder ging gar nichts mehr oder es ging nur teilweise und das ist natürlich nichts Gescheites. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch Live-Let's Plays machen kann, ohne dass es großartig leckt. Und deshalb hatten die erstmal ein bisschen Priorität, damit da mal ein paar Videos mehr wieder dazukommen. Aber jetzt geht's ganz normal weiter mit Runes of Magic. Und ich gucke auch, dass ich jetzt wieder so oft wie möglich abwechselnd Runes of Magic und dann irgendwelche anderen ja, Let's Plays hochladen werde. Ich hoffe, ihr denkt auch alle an den Livestream, der morgen stattfinden wird. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeischauen werdet. Genauere Informationen gibt es dann auch noch dazu. Also wie das Ganze ablaufen wird, was ich so geplant habe, ob die Planung dann umgesetzt werden kann oder nicht, das sehen wir ja dann. Auf jeden Fall gibt es hier viel zu wenig Falken. Ah, jetzt hat mich das andere Vieh auch noch gesehen, dann kriegen wir das ja auch noch mit. Keine Problem. So. Dann hätten wir das auch schon mal. Aber ich sehe hier keine Falken mehr oder Falke. Auf jeden Fall zu wenig davon. Aber da hinten kommen ja noch ein paar. So. Wie viel haben wir denn jetzt? 11 Stück. Ja, 4 Stück werden wir ja schon irgendwo finden, besonders weil 3 Stück noch auf der Karte waren bis eben. Oh, ja, Hindernis. Kleines Grashalm. Was ist denn sonst im Weg? Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt wieder richtig aufnehmen, da ich ja mein neues Mikrofon habe, was ich auch schon ein bisschen angekündigt hatte. Und es lässt sich auf jeden Fall bequemer aufnehmen, weil da nicht irgendwas immer direkt im Sichtfeld ist und lauter solche Scherze. Weil das alte Headset hat echt genervt. Mit der Zeit wurde das Mikrofon auch zu locker und es hat sich die ganze Zeit zu meinem Mund hingedreht und dann habe ich das immer zurücktun müssen und das hat man dann gehört und es ist natürlich nicht sonderlich nice. Aber ich habe jetzt was Besseres da. Und ich hoffe, das hält jetzt auch ein bisschen, nicht dass es auch wieder nach... Na gut, das letzte Mikrofon hat ganz schön lange gehalten. 4-5 Monate. Aber immerhin. Das war jetzt wieder nur eine Quest, die wir geschafft haben. Deswegen sage ich, wir müssen schauen, dass wir da unten dann questen in Dogamore, weil da geht es dann
ziemlich schnell vorwärts und der mit seinen doofen Mutproben. So, Mutprobe 3. War die jetzt nur zum Abgeben oder was? Jetzt ist die Frage, wo ist die Quest? Mutprobe 3. Wir müssen so ein Fried und 15 Krebse. Okay, das ist dann hier. Da können wir sowieso noch eine Quest annehmen. Irgendwann später. Aber da queste ich jetzt noch nicht weiter. Ich gehe jetzt erstmal nach Dogomor, damit ich, wie gesagt, ein paar Quests abarbeiten kann, weil unser Questbook ist total überfüllt. Und ich will eigentlich schon noch ein bisschen die andere Quests hier annehmen, beziehungsweise die eine im Moment. Und ihr seht hier schon ganz viele, ganz viele grüne Punkte. Das heißt, wir können da viele, viele Quests erledigen, was wir jetzt die nächsten Parts machen werden. Weil wir so schnell wie möglich hier endlich fertig werden. Und danach muss ich mal schauen, ob ich jetzt weiter mit dem Druiden das Drachenzahngebirge mache oder mit meinem Magier ins Östra Hochland gehe und da anfange zu questen. Und hier geht das jetzt rein nach Dogomor und ja, hier warten schon ungeduldige Monsterchen auf uns. Und die halten auch einiges aus. Okay. Was ist das denn für eine... Ach, Rüstungsbrecher. Okay, das ist nicht ganz so nice. Aber allzu viel Schaden machen sie ja jetzt noch nicht bei mir. So. Ein Stück von alleine. Okay, da muss ich ein bisschen draufhauen. So. Durch mal heilen. Auf jeden Fall nicht schaden. Okay, Projektplan haben wir fertig. Jetzt müssen wir hier noch diese ganzen Zyklopen hier töten. 11 Stück noch. So. Ja, mit Feuerball kostet das einiges an Mana. Aber wir haben ja noch ein paar Tränke über, also sollte das jetzt auch nicht so von Bedeutung sein. So. So geht das auf jeden Fall deutlich schneller. Was natürlich einiges an Zeit erspart, wenn da kein Grashalm in der Nähe wäre, über den ich nicht hinwegsehen kann. Warum auch immer. Ich hasse dich. Doofer Grashalm, der nicht sichtbar ist. So muss man sagen. Ja, ich muss da wenn dann reinrennen. Und das geht's gerade nicht. Ja, da haben wir dann die anderen Viecher noch, die Berserker. Und das waren die Militärengenieure. Ja, da muss man ziemlich aufpassen. Da kann man ganz schnell mal eine Aggro-Kette reißen. Und ja, dann stürmen halt mal 5-6 Leute auf einen zu. Was natürlich nicht ganz so nice ist, und da hat mich der andere Typ hier auch gemerkt. Er kriegt erstmal direkt Feuerball auf den Kopf. Ja gut. Der hält ein bisschen mehr aus. Wenn man schön sachte vorangeht, dann ups, sollte das funktionieren. Hier, frisst das. Ich kite dich. So, verloren. Verloren. Danke. Okay. 15 Berserker, 15 Ingenieure. So, kriegst du erstmal Feuerball drauf. Clownhieb. Oh, ne, er hat's noch geschafft. Egal. Mana nicht vergessen. Ihr seid sowieso 2-Hit. Oder auch nicht. So. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschleimt. Die Kisten musste man ja auch noch sammeln, das hatte ich ganz verdrängt. Und ihr seht hier gerade ganz viele, viele rote Punkte. Weil die sind da oben teilweise mit verteilt. Warum castest du nicht? Sind, oder war das hier schon? Sind die da oben irgendwo verteilt? Ach, keine Ahnung. So. Na komm, kaste doch das Ding.
macht das ja nicht aus Spaß. So, voll um. Voll um. Mann, Mann, Mann. So, jetzt erstmal Kiste schnappen. Okay, da hinten sind auf jeden Fall ganz viele Kisten. Nur muss ich gucken, dass ich da auch reinkomme, ohne gleich umzufallen. Oder was ist das für Zeugs? Ah, Transportgeräte. Darf ich die auch noch schnappen? Oh wei. Das wird eine Sammelaktion. Ich muss halt nur aufpassen, dass hier nicht zu viele Gegner kommen, weil sonst wird es brenzlig für mich. Auch wenn ich mich gut healen kann. Ah, verletzter Söldner. Muss ich auch noch sammeln. Okay. Oh Gott. Hey, jetzt was das? Kriegst auch mal einen Blitzschlag, einfach weil ich den ziemlich lange nicht gecastet habe. Also. Und die Kisten sind auch wieder da. Das ist nice. Und dann kann ich hier die auf jeden Fall alle abfarmen. Wenn die schon so schnell spawnen. Ich soll nur immer auf die Gegner aufpassen, nicht dass sie dann direkt vor meiner Nase spawnen werden. Ja, die verletzten Soldaten sind auch schon wieder gespawnt. Das ist nice, dass das so schnell geht. Yes, spawnt und fällt um. Auch nicht schlecht. Yay. Ich habe ja eigentlich auch den Zauber wiederbeleben, aber... Und irgendwie bist du... Ach ne, ich habe gedacht, du bist irgendwie verbuggt. Okay, jetzt stehst du auf und... Muss man nicht verstehen. Glaube ich zumindest. Es sah aus, als würde das etwas knien und dann steht es doch auf und war tot. Keine Ahnung, du. Ich weiß nicht. Na, sammelst du die jetzt ein? Ich wollte mich doch mal richtig hinsetzen. So. Ein paar Minütchen haben wir noch. Also die Kisten kriege ich fast fertig, die Soldaten in der Not kriege ich fast fertig. Und die restlichen Zyklopen hier, die ja, kriege ich auch noch klein. So, zwei, drei Parts, dann sollte ich Dogamo auf jeden Fall jetzt mit den ersten Quests fertig haben. Und dann, ja, dann können wir weiter questen, weil da gibt ja noch einiges an anderes Zeug, wie ihr hier seht. und hier. Das war's wohl mit dem Traum von zwei Parts, drei Parts noch für Cecilia Steppe. Ja, wieso habe ich den Typen nur verdrängt? Hat man sich schon so gefreut und dann kommt einer mit 10 Quests, der nächste auch wieder mit 10 Quests. Aber was soll's. Und hat ja sonst nichts Besseres zu tun, wach? Okay, also die Soldaten in der Not mache ich jetzt noch fertig. Bis dahin spawnen die Kisten wieder, sind auch 3 Stück und dann habe ich die Quest nämlich auch fertig. Und somit, ja... Sollte das dann für den Part reichen. Auf jeden Fall habe ich dann schon 3 oder 4 Quests habe ich dann fertig gemacht. Soweit ich weiß. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mehr sehe ich gerade nicht. Oh, du bist auch mal wieder da. Und tschüss. Dort. So. Die letzten 2 Kisten noch.
So, dann würde ich mal sagen, das war's erstmal für diesen Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Bis dann. Ciao, ciao.